Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge Heroes of the Storm. Ich weiß, ich habe gesagt, dass ich in dieser Playlist mehrere Spiele spielen werde. Jedoch glaube ich eher, dass ich das ändern werde und zwar hier nur noch Heroes of the Storm hochladen werde. Und dann später vielleicht nochmal eine neue Playlist mache. Mit so Spielen wie Halo, Battlefield. Müssen wir mal gucken, wann und wie genau ich das machen werde. Heute auf jeden Fall wieder eine Runde Heroes of the Storm. Mit einem neuen Helden. Der ist zurzeit in der... Also diese Woche, ich weiß nicht, ob das nächste Woche auch noch gilt. In der Heldenrotation. Und zwar ist das Tyrael von Diablo 3. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass der mir verdammt viel Spaß macht. Der kann heilen, teilt ordentlich aus und... Oh, jetzt stecke ich erstmal wieder ein. Also der kann sich selbst heilen. Kleinen Moment hier, zum Beispiel regeneriert er jetzt jede Sekunde 4 Leben. Und kann dadurch eben länger überleben. Für einen Krieger, ist die Kriegerklasse, finde ich das schon ziemlich gut. So, da haben wir sie platt gemacht. Mit dem Wolki, ich kenne den richtigen Namen leider nicht. Und natürlich für alle drei Regenerationskugeln erhalte ich dann nochmal extra 4 Leben pro Sekunde. So, der kann sich hier ein Schild auf W machen. Den kann man dann später auch noch hochbuffen, dass er halt länger... Oha. Schlampe. Oh, nö, 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 nö. Dass der explodiert oder ähnliches. So, dann machen wir doch direkt mal hier Heileffekte um 30% erhöht. Auf E, habt ihr gesehen, kann man hier so einen Schwertstreich machen, der dann mehrere Ziele halt trifft. Und auf Q, das zeige ich vielleicht ganz kurz, kann hier sein Schwert hinwerfen und dann dahin teleportieren. Ulti zeige ich euch nachher, wenn ich die freigespielt habe. Nö. Ich muss ganz ehrlich sagen, das kann einem ziemlich den Arsch retten. Na kommt. Gegen 3 Helden. Nein, jetzt. So, und dann... Nein. Zeigt mir den Weg. Wollt ihr mich denn verarschen hier? Ja, geile Sache. Was ist falsch mit denen? Oh, oh, ja. Ja, da sind wir gestorben. Und wenn Tyrael stirbt, kriegt er noch, ist da nochmal ein kleiner Bonus. Und zwar, wenn er stirbt, dann kann man sich nochmal 3,5 Sekunden weiter bewegen. Und ihr habt gesehen, dieser Bereich, der grün angezeigt wurde, in dem fügt er dann nochmal Schaden zu, indem er explodiert. Aber nicht rein. Okay, schönes Ding. Und es läuft dann auch
besser hier, hoffe ich mal. So. Zur Karte. Wie bei jeder Map, natürlich immer zeitabhängig, werden hier solche Tempel aktiviert, die man dann verteidigen muss. Und ihr seht hier auf der Minimap, die machen dann so einen kleinen... Ja, was heißt klein? Das ist schon eine Menge, was der da macht. Immer Schaden. So. Den kaputt. So. Jetzt haben wir unsere Ulti. Mit der wir dann auf Gegner zustürmen können und die betäuben können. Gut, sehr schön. Die Gerechtigkeit hat. Jetzt müssen wir aber. Nein, wir müssen raus, raus, raus. Sehr schön. So, jetzt läuft auch schon viel besser hier. Fuck, der Boden ist kaputt. Ja, komm, scheiß drauf. Dann nehmen wir jetzt hier das Camp ein. Na komm. Also. Endlich. Können wir rein theoretisch. Nice. Direkt auch dieses hier mit einnehmen. Mana mehr. Was ist das für ein Bullshit? So. Was? Zwei? Egal. In der Tat. Das geht doch ziemlich schnell hier voran. So. Jetzt. Brennender Zorn. Auch ziemlich nice, damit kann man ein bisschen Flächenschaden machen. Alle Gegner um einen herum erhalten. Lasst mich nicht lügen. 36 Schaden pro Sekunde. Ist gegen die Minions extrem hilfreich, wie ich finde. Kann man auf jeden Fall mal machen. Ja, will er mir nicht helfen? Na also. So, der erste. Und ihr seht auch schon, wenn man diese Tempel hier wirklich gut hält. Oh, fuck. Na komm, du stirbst jetzt. Sehr schön. Boah. Oh, wie doof die waren, dass sie mich nicht angegriffen haben. Aber gut für mich. Boah. Knappe Kiste. Hilft einem auch die höchste Lebensregeneration nicht mehr weiter. Aber dennoch... Sehr schön. Oh Mann. Den Boss. Ah. Jetzt stirb. Nice. Das ist top. Jetzt holen wir uns noch den Boss hier.
Drei Gegner haben wir da getötet. Sehr schön. Hm. Ja, machen wir mal ein bisschen mehr Schaden. Das kehrt zurück. 10, 9, 8. Na komm. 1. Jetzt. Habe ich schon wieder keinen Mana. Muss ein bisschen drauf achten, dass ich nicht mein ganzes Mana an die bekackten Bots hier verschwende. Zeigt mir den Weg. Dafür mehr auf die Helden gehe. Ja, und da sind wir doch schon direkt durch den Boss hier. Sie ist down. Ah, der Boss macht einfach so viel Schaden. Nein, verpiss dich. Ah, jetzt geht er down. Boah. Nice. Zitadelle schon zerstört. Hätte ich ganz am Anfang echt nicht gedacht, so wie die da drauf gegangen sind. Aber Spiel von 11 Minuten. Das war echt verdammt schnell. Na gut, ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst doch mal einen Daumen nach oben da, vielleicht sogar ein Abo. Und ja, damit bis zum nächsten Mal.